Sarah Kern musste das Dschungelcamp verlassen, aber welche Gründe könnten dafür gesorgt haben? Aber entweder ist es nicht gesendet worden oder ich glaube, weil die anderen alle so sehr mit sich beschäftigt sind. Außerdem, Michaela Schäfer unterstellt Ania, dass alles geplant ist. Was muss ich machen? Liebesgeschichten. Okay, wie nehme ich mir? Oh, ich nehme mir Odonkor. Versuche ich es mal. Die fand den doch niemals gut. Und außerdem hat Lucy heute auch wieder ganz gut abgeliefert und ihre Begleitung, die will Lucy auf der 1 sehen. Oh, ich hoffe tatsächlich, dass Lucy gewinnt. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich für sie da bin, aber ich glaube wirklich, dass sie sehr, sehr viel zu geben hat, sehr empathisch ist. Und damit herzlich willkommen beim neuen Video, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier beim Dschungelcamp. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich wirklich sehr. Ansonsten habe ich euch natürlich die komplette Folge in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da sehr gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir starten dann mit den heutigen Gästen. Und ja, 2 von 3 finde ich eigentlich ganz gut. Die größere Hälfte von Mark Terenzi, Verena Kers. Michaela Schäfer, die sich wieder sehr schön in unsere Kulisse eingliedert. Julian F.M. Stöckel. Ja, und wir haben die Sympathiebolze Verena Kehrt dabei und die ist ja beim letzten Mal auch als erstes rausgeflogen. Aber jetzt im Rückblick ist sie natürlich auch richtig froh darüber, weil das ist ja viel besser. Entweder findet man einen total scheiße oder total geil. Deswegen, so ein Mittelding wäre für mich nicht in Frage gekommen. Man kann sich natürlich auch immer alle schön reden. Aber wir wollen ja jetzt darüber reden, dass Sarah Kern rausgeflogen ist und das versteht die Verena eigentlich überhaupt nicht. Sie ist wirklich unfassbar clever, eloquent. Also die hätte, ich habe da mich schon gefreut. Sie hat es nur nicht gezeigt, oder? Dass da noch Julian was kommen kann. Von naja, wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, dann kann ich nur sagen, Sarah Kern ist rausgeflogen, weil sie unfassbar langweilig war. Und sie hatte ihre kurzen Sequenzen und da hat sie uns irgendwas von Rittern erzählt und von irgendwelchen Horoskopen und dies und das. Ja, das war vielleicht nicht ganz so spannend, auch wenn das der Julian vielleicht anders sehen mag. Aber entweder ist es nicht gesendet worden oder ich glaube, weil die anderen alle so sehr mit sich beschäftigt sind. Ja, denn es lag gar nicht an Sarah Kern und dass sie einfach nicht so beliebt ist. Schuld sind immer die anderen. Nichtsdestotrotz war Sarah Kern sehr gefasst, als sie das mitbekommen hat. Anders als Ania, die ist ja wirklich fast zusammengebrochen. Und die Begleitung von Sarah Kern, die fasst es auch nochmal ein bisschen zusammen. Gefasst auf der einen Seite, aber ich glaube auch so... So ein Schutzmechanismus, so nach dem Motto, okay, ist passiert, muss ich erst noch reflektieren. Aber grundsätzlich denke ich, ist sie schon enttäuscht. Und enttäuscht zu sein ist, denke ich, was ganz Normales, außer bei Verena Kehrt. Die war natürlich ganz glücklich darüber. Aber laut der Begleiterin lag das natürlich auch ein bisschen an der RTL. Ich hatte sie ein bisschen öfter im TV erwartet, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie performt hat, dass sie alles gegeben hat, aber dass es eben nicht gezeigt hat. Die Sarah Kern ist raus und RTL hat die natürlich kaputt geschnitten. Ne, eigentlich war sie die allerbeste dort im Camp. Ich weiß nicht, ne? Ich glaube, ganz so sehr beeinflussen werden sie das nicht. Ich glaube, Sarah Kern war für die meisten Menschen einfach langweilig. Das hat man ja auch in den Umfragen ganz am Anfang schon gesehen. Und dann kommen wir zu einer anderen Umfrage und die ist eigentlich, ja, relativ lustig. Sie wird aber noch ein bisschen lustiger hinten raus. Sarah Kern ist raus. Welche Zukunft hat sie vor sich? Also als Designerin bringt sie eine Dschungel-Collection raus. Nach dem Playboy kommt Adam sucht Eva. Also wer das sehen möchte, immer. Und ab morgen geht sie mit Verena Kehrt erstmal ins P1. Und in der Umfrage wurde Verena Kehrt erwähnt. Und ich weiß wirklich nicht, was mit ihr los ist. Ich will das jetzt gar nicht sagen, was ich denke und es ist auch eigentlich ja komplett egal, die kann machen, was sie will, aber entweder ist sie ein bisschen wild im Kopf oder sie ist ein bisschen wild im Kopf, aber sie kommt wirklich so unfassbar unsympathisch und nervig rüber. Ich fühle mich an der Stelle wirklich missbraucht. Warum? Warum bin ich denn in so einer Umfrage? Es geht doch gar nicht um mich. Du bist auch schon auf Platz 1. Ja, und Olivia Jones probiert es sogar noch, auf Ernst zu beantworten, aber Verena Kehrt hat irgendwie ihren ganz eigenen Humor. Weil es lustig ist einfach. Ach so, okay. Ja. Haben wir hier Spaß? Nein. Ja, lustig. Hahaha, Verena Kehrt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum sie beim letzten Mal 12. geworden ist und als erstes das Camp verlassen musste.
So eine wahnsinnig tolle Frau. Aber machen wir mit einer anderen wirklich tollen Frau weiter. Das ist die Frau Schäfer. Und die wollte natürlich, dass Ania raus ist. Und dafür hat sie auch Gründe. Ich wollte eigentlich, dass Ania geht. Ja, also ich finde, Sarah ist so eine Powerfrau. Ich hatte eh gedacht, dass sie schon relativ früh rausfliegt. Aber Ania finde ich so farblos. Und sie findet Ania nicht nur farblos, sie unterstellt Ania sogar, dass im Grunde alles irgendwie auch ein bisschen geplant ist. Und ich kann den Gedanken auf jeden Fall verstehen, auch wenn man es natürlich nicht genau weiß. Auch irgendwie so berechnend. Also ja, wie, warum berechnend? Na, berechnend? Ich glaube, sie sitzt oder liegt wirklich im Bett abends und überlegt, okay, mit was kann sie punkten am nächsten Tag? Was muss ich machen? Liebesgeschichten. Okay, wie nehme ich mir? Oh, ich nehme mir Odonkor. Versuche ich es mal. Die fand den doch niemals gut. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe da nie so extrem drüber nachgedacht, aber ich könnte mir das auch vorstellen. Vor allen Dingen, weil das Thema ja seit 3-4 Tagen auch komplett tot ist. Und Ania hat auch heute wirklich komische Dinge gesagt, ne? Die hat dann gesagt, solche Sachen wie, ja, sie braucht die Dschungelkrone ja gar nicht für ihre Karriere, aber ins Finale würde sie schon gerne. Also auch eine wirklich komplett falsche Selbstwahrnehmung von der Situation. Und auch der kleine Zusammenbruch, als sie fast rausgeflogen wäre, man sieht einfach, die versucht vielleicht irgendwie eine Maske aufrechtzuerhalten, aber das funktioniert wirklich gar nicht. Ja, Liebesgeschichten. Dann natürlich Nacktheit. Geil. Und Zickereien. Ja? Und vor allen Dingen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was Ania in der nächsten Folge alles machen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie freiwillig zur Prüfung will. Und ich bin auch gespannt, ob sie ein bisschen Nacktheit oder Zickerei zeigt. Denn sie will ja auf jeden Fall noch drin bleiben. Das könnte eine spannende Folge morgen werden. Und Ania ist einfach noch zu unerfahren. Also ich finde, sie hat im Reality-TV auch nichts zu suchen. Sie ist ein süßes Mädchen. Das ist aber streng. Aber Michaela, bin ich Michaela, ich ja, die Michaela, die ist ordentlich am raushauen gegen die Ania, aber sie hat halt eben auch eine klare Meinung. Aber sie würde sich jetzt natürlich noch was überlegen, weil das sie denkt, oh, jetzt auch. Muss ich irgendwie das Ruder noch rumreißen. Also ich denke, es wird auf jeden Fall freiwillig in die Dschungelprüfung. Ich bin gespannt, ob die anderen da mitmachen werden, weil ich denke, es wollen einige in die Dschungelprüfung. Und dann bin ich sehr gespannt, ob sie noch irgendwas anderes aus dem Hut auspacken wird. Das könnte, wie gesagt, sehr interessant werden. Wir gucken jetzt einmal ganz kurz bei den Begleitern im Hotel, wie die reagiert haben, als sie die Entscheidung gesehen haben. Wenn ich das Camp verlassen muss, sag. Nein. Okay. Ach Mann. Tschüss. Und ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber diese Reaktion war einfach so gelangweilt und unfassbar uninteressiert. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass die so gar nicht richtig am Mitfiebern sind. Und dann hat Verena Kehrt ganz kurz vergessen, dass sie nur ein Gast ist und wollte die Sendung kurz an sich reißen mit einem sehr komischen Thema. Ja. Aber die Wölke hat sich ja heute mit Cora Schumacher solidarisiert. Ja. Ne? Das habt ihr mitbekommen. Ja, aber das interessiert uns aber nicht. Nee. Also. Und auch wenn Olivia Jones oft kritisiert wird, was ich auch verstehen kann. Sie hat hier auch wieder sehr gut geantwortet und Verena ein bisschen in ihre Schranken gewiesen. Fand ich auf jeden Fall sehr lustig und schön. Und dann reden wir darüber, dass Layla und Mike ja zusammen bei der Schatzsuche waren. Also ich glaube auch, dass Mike Layla definitiv sehr interessant findet und dass da was gehen könnte. Ich glaube auch auf Laylas Seite. Man hat schon so das Funkeln in den Augen gesehen. Ja, werden wir hier tatsächlich noch eine Dschungelliebe erleben? Und der Julian FM Stöckel, der ist natürlich auch interessiert daran und der findet Layla auch richtig gut und die bessere Wahl, weil die kann auch kochen. Ich habe mir ihren Instagram-Account anguckt. Sie macht ja ständig so Videos, wie sie kocht. Das ist ja herrlich. So. Und da bräuchte doch nicht die Kratzbürste, die mir jetzt im Urwald hinterherläuft. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der hin? Jetzt wäre eine Dschungelromanze natürlich ein bisschen unterhaltsam und lustig. Allerdings wurden auch die Begleiter wieder gefragt und der Eugen, der denkt nicht, dass Mike da wirklich echtes Interesse hat. Also das heißt, eine Layla ist nicht in seinem Beutel, also in seinem Typschema drin normalerweise, weißt du was ich meine? Ich wollte gerade sagen, weil er hat es ja eigentlich anders gesagt heute, ne? Genau, das habe ich mich auch gefragt. So, vielleicht hat sich irgendwas geändert. Und auch wenn der Klimke wirklich alles probiert hat, weil er unbedingt eine Romanze sehen will, laut Eugen gibt es da wirklich gar keine Chance. Aber nee, ich sehe da trotzdem nichts.
Nee. Ich denke, wenn, weil es ist immer was anderes, wenn du in dieser Bubble drin bist, in diesem Lager drin bist, wenn du rauskommst und dann wieder das echte Leben siehst, so, dann ja, wirst du wieder wach. Aber was wir ja noch nicht gesehen haben, ist, wie am nächsten Tag die Wiederankunft von den beiden besprochen wird. Und da könnte es natürlich nochmal zum großen Streit kommen. Ja, wird das wohl passieren? Also kann das jetzt echt nochmal knallen zwischen Layla und Kim? Ja. Also ich denke auf jeden Fall, das hat man ja heute in der Folge gesehen, dass ja, die schon so, okay, wo ist Layla und Kim? So, das hat sich schon gestresst, glaube ich. Also eventuell doch keine Dschungelromanze, vielleicht aber dafür morgen wieder ein großer Streit. Ich bin sehr gespannt, auch wenn ich das Thema langsam nicht mehr hören kann. Und dann kommen wir nochmal zu der Umfrage und die Leute sind sich sicher, Sarah Kern geht erstmal mit Verena Kehrt ins P1. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Sarah Kern rausgeflogen ist. Ab morgen ganz geht sie mit Verena Kehrt erstmal ins ja. P1. Ja. Was ist denn da überhaupt in diesem P1? Was macht man denn da so? Ach, da ist wirklich alles möglich im P1. Könnte ich da auch noch einen Fußballer abgreifen? Aber natürlich. Weiter machen wir dann ganz kurz mit der Dschungelprüfung. Die hat Kim ja wirklich relativ gut absolviert, was ein bisschen stutzig macht, oder? Aber hat sie vielleicht am Anfang ein bisschen Show gemacht und jetzt sich endlich mal ein bisschen zusammengerissen? Michaela. Ach, also ich nehme mir immer diese Masche nicht ab, wenn sie sagt, sie ist ja eigentlich so ein verletzlicher Mensch. Ich kann ihr das irgendwie nicht abnehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe die komplette Prüfung übergedacht, dass Kim Virginia die ganze Zeit nicht wirklich echt ist und uns einfach allen was vorspielt. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber ich denke, Kim Virginia hat die ganze Zeit nur so getan und hat wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass sie jetzt diese Geschichte erzählen kann. Guck mal, ich möchte mich besser verhalten. Guck mal, ich möchte an meinen Ängsten arbeiten. Aber für meine Begriffe war das auch alles geplant und ja, ich glaube der gar nichts und ich finde, das war auch nicht beeindruckend. Weil sie hat ja im Interview dann so darüber geredet, ja, ich wollte über meine Grenzen wachsen und so. Das hat die sich doch vorher schon ausgedacht und zurechtgelegt. Aber machen wir weiter mit einem anderen Thema, das ist das Kochen und dort gibt es irgendwie immer Streit und immer wegen Felix. Also das Kochen hat schon irgendwie, ich weiß nicht, was das erweckt. Es ruft Emotionen, glaube ich, ja, einfach vor. Ja, das erweckt große Emotionen. Und obwohl Layla als Teamchefin das verboten hat, hat der Felix ja wieder alle beobachtet und kritisiert und da ist Michaela auch gar nicht von begeistert. Ich finde, da sollte Felix auch mal einen Gang runterschalten, weil ich meine, was kann man denn da falsch machen? Ja, das ein bisschen schnippeln, anbraten. Die Avocado zum Beispiel zu früh reinmachen. Die Avocado muss nämlich ganz am Schluss frisch oben drüber. Und natürlich, Essen ist grundsätzlich ein emotionales Thema und die Leute sind auch so hungrig. Wahrscheinlich wollen sie unbedingt sicher gehen, dass es auch essbar und lecker wird. Aber trotzdem macht Felix sich ja wirklich keine Freunde damit. Der kommt in vielen Situationen einfach echt unsympathisch rüber. Ich hatte auch das Gefühl, dass er auch immer alles korrigieren muss. Wenn er das Gefühl hat, irgendjemand macht was falsch, nein, das heißt so, dann ist er ein Laufvogel. Nein, das ist so. Und ich muss sagen, ich finde Felix gar nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Trotzdem könnte er noch ein bisschen lockerer und weniger nervig werden. Aber vielleicht hat er auch ganz große Pläne mit seinem ganzen Gekoche. Sieht er sich so ein bisschen als Felix von Jenslerow oder Henslerow oder so? Vielleicht kriegt er eine eigene Kochshow. Ach so, das kann sein. Natürlich sein. Eventuell darf er ja beim Promi-Dinner mitmachen. Das wäre vielleicht eine Sache, die noch irgendwie vorstellbar wäre. Ansonsten macht der Felix sich momentan nicht viele Freunde. Michaela, glaubst du, dass ihm bewusst ist, dass er da echt ganz schön nervig ist? Nein, überhaupt nicht. Und er tut sich, finde ich, im Moment keinen großen Gefallen damit. Und das finde ich schade. Er ist sehr, sehr ernst. Ich finde, so ein Lächeln würde ihm mal stehen. So ein bisschen Coolness, Lockerheit irgendwie. Und das würde ich dem Felix auch wünschen. Vielleicht kann er sich ja dazu durchringen, in die Dschungelprüfung zu gehen und kann da vielleicht ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, ein bisschen Lockerheit oder so. Vielleicht ist er da mal ein bisschen sympathisch, weil er richtig durchpackt und sich richtig anstrengt und so. Ich bin wirklich gespannt, ob der Felix nochmal irgendwie die Kurve kriegt, weil ein paar Tage werden wir den bestimmt noch sehen. Und übrigens ist Verena Kehrt in der Sendung und die spielt wieder ihr eigenes Spiel. Wo bleibt denn der Spaß? Wo bleibt denn allgemein dieses Jahr aber der Spaß? Da hallo TikTok-Song. Also richtig lustig. Also lustig? Würden jetzt das Camp definitiv nicht beschreiben. Und auch wenn sie vielleicht ein bisschen recht damit hat, weil so richtig lustig und viel gelacht wird tatsächlich nicht. Trotzdem finde ich die Verena Kehrt hier die ganze Zeit irgendwie komisch. Die
benimmt sich auch, als wenn sie noch nie vor einer Kamera gestanden hat und gerade so ein bisschen überdreht ist. Ich finde das alles ein bisschen seltsam. Machen wir aber mit Lucy weiter. Die hatte heute ja einige starke Momente. Aber ich fand Lucy heute richtig gut, weil sie sehr offenbar über ihr Outing gesprochen hat. Ich bin per ja, Fax. Per Fax. Ich bin sowieso, also Lucy ist für mich, wenn ich das jetzt bleibe, ist ja live, darf ich ja erzählen. Ja, klar, Lucy, du darfst alles sagen. Wirklich die unangefochtene Nummer 1. Ich kenne Lucy seit 20 Was? Jahren. Ist meine Busenfreundin sozusagen. Ist das jetzt so? Ist, ja. Kennt sie dich ja. denn auch? Und ich muss mich an der Stelle für Verena Kehrt entschuldigen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich möchte auch nichts vermuten. Auf jeden Fall ist es sehr unangenehm. Ich fand Olivia Jones konnte aber auch wieder richtig gut. Und dann wollen wir doch auch nochmal ganz kurz über Lucy reden. David Odonkor kennt sie jetzt übrigens auch ein bisschen besser. Und jetzt weiß auch David Odonkor als letzter, dass Lucy lesbisch ist. Das war lustig. Der hat unterm Stein gelebt irgendwo. Ja, ja. Aber ansonsten hat Lucy das natürlich gut gemacht. Es ist einfach schön, Lucy zuzuhören. Die hat eine sehr angenehme Art, wenn sie erzählt. Sie hat aber auch eine sehr angenehme Art, wenn sie zuhört, wie damals bei Kim Virginia. Und generell, ja, sie ist noch nicht so richtig im Dschungel in der Pole-Position, aber sie könnte das vielleicht noch werden. Und das hofft auch ihr Begleiter. Wie weit wird Lucy kommen, was glaubst du? Oh, ich hoffe tatsächlich, dass Lucy gewinnt. Also das sage ich jetzt nicht nur, weil ich für sie da bin, aber ich glaube wirklich, dass sie sehr, sehr viel zu geben hat, sehr empathisch ist. Und ich denke, dass Lucy auf jeden Fall das Potenzial hätte zu gewinnen. Allerdings ist sie momentan noch nicht in dieser Position, aber die Konkurrenz ist auch nicht riesengroß. Also wir brauchen auf jeden Fall Lucy in den Prüfungen. Wir brauchen vielleicht noch ein paar Geschichten über die No Angels und so. Und dann mal gucken, was in der zweiten Woche alles möglich ist. Weitermachen wir dann mit dem Heinz. Und der hatte heute ja wieder so einen kleinen, schwachen Moment. Aber wird er vielleicht irgendwann den Satz rufen, wenn die Zuschauer ihn weiter drin lassen? Nein. Oder hat er da wirklich Pfeffer im Hintern, dass er es durchzieht? Guck mal, der hat doch so eine große Karriere in Deutschland gemacht. Der lässt sich deutlich unterkriegen, noch von den paar Tagen. Nein, also ich und glaube, vor allem, das würde er jetzt auch aushalten. Und ich glaube auch nicht, dass der Heinz abbrechen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Heinz bald rausfliegt. Weil auch wenn er wirklich sympathisch ist und manchmal auch ein bisschen süß, es ist halt schon sehr langweilig, dass er in keine einzige Prüfung darf und nichts machen darf. Und ja, ich glaube nicht, dass viele für ihn anrufen werden. Die Nächte auf dem Dschungelbett wird er aber noch durchhalten. Und diese Nächte waren für Verena Kehrt sowieso das Allerbeste. Allerdings waren es ja nicht ganz so viele bei ihr. Ich habe so gut geschlafen wie noch nie. Und ich meine, du bist jetzt auch nicht mit dem Terenzi Tag und Nacht. Also für mich war das wirklich Urlaub. Das ist für dich die schlimmste Dschungelprüfung, glaube ich. Du hast ja deine... Ich habe eine Dauerprüfung. Du wirst ja deine... Ja, das war wirklich lustig. Haha, haha, hihi, huhu. Und dann wollen wir noch darüber reden, wer soll denn morgen rausfliegen? Und da hat Verena Kehrt auch eine eigene Meinung. Nee, obwohl ich möchte tatsächlich, dass der Ex-Fußballer geht. Ich habe vor 10 Jahren mit dem Fußballer abgeschaut. Ja, ich finde ihn... Ich finde ihn unsympathisch, ich finde ihn delegierend, Ich finde David auch langweilig und ich hatte den ja vorher noch nicht gesehen. Ich frage mich wirklich, wie der Promi Big Brother gewinnen konnte. Das ist mir wirklich ein sehr, sehr großes Rätsel. Aber ich denke auch, dass es sehr knapp wird für Ania morgen. Das sehen die anderen beiden Gäste auch so. Also da haben wir einmal David, du hast gesagt, Ania. Du bleibst auch dabei und ja. Die Stöckel Ania. Sagt... Die Ania. Ich denke auch, dass es sehr knapp wird für Ania, aber vielleicht kann sie morgen nochmal irgendwie was aus dem Hut zaubern, auch wenn die Argumente nicht wirklich auf ihrer Seite sind. Und wer ist denn Fan von Ania? Topmodel? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr glaubt, wer morgen rausfliegt. Und wir machen es nicht ganz so einfach. Schreibt mir in die Kommentare, wer bekommt das zweite vielleicht? Also einmal Ania und einmal. Das finde ich nämlich wirklich sehr, sehr schwierig. Und damit kommen wir dann aber zu meiner Lieblingsrubrik, die dieses Jahr irgendwie nicht ganz meine Lieblingsrubrik ist. Denn wir wählen jetzt den Camper oder die Camperin des Tages. Ja. Und ich finde die Entscheidung heute wieder wirklich sehr, sehr schwierig, weil Kim will ich es auf jeden Fall nicht geben, auch wenn ihre Prüfung ganz okay war. Und ansonsten sticht einfach niemand so richtig raus. Das ist wirklich schwierig dieses Jahr. Und Verena Kehrt, die ja, hat wieder ganz andere Dinge im Kopf. Sollen wir aufstehen? Nein, ihr sollt nicht aufstehen. Ihr sollt nicht aufstehen.
Aber auch wenn sie ein bisschen verwirrt ist, sie hat auf jeden Fall eine Meinung und ja, die kann man unterstützen. Na natürlich Lucy. Okay. Ja, das ist doch schön. Und auch wenn Verena Kehrt sonst immer sehr viel Blödsinn geredet hat, hier hatte sie tatsächlich auch mal recht. Ein blindes Huhn findet auch ein Korn, denn die anderen stimmen ihr tatsächlich zu. Michaela, ja, eindeutig Lucy. Wirklich auch, toll. Ja, mir fällt jetzt nichts anderes. Finde ich auch. Da müssen wir Julia ja gar nicht mehr fragen. Nee. Lucy. Ich bin auch für Lucy. Die Kämmerin des Tages. Und damit haben wir zum zweiten Mal die Lucy und im Hintergrund wird das Outfit von Angela Fingererben gelobt und das muss man auf jeden Fall sagen, die sieht in jeder Show auch immer top angezogen aus. Ne, auch mal ein Respekt an die Kostümerei oder wie man das nennt. Das Outfit habe ich der Angie übrigens geliehen, bei dir sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Ja, oder? Muss ich sagen. Ja, toll. Aber ist wirklich geil. Und ich muss auch sagen an der Stelle mal ein privates Wort, ich finde die Frau Fingererben so sympathisch und lustig und vielleicht wird sie ja irgendwann mal Sonja Zietlow beerben, wobei Sonja Zietlow das wahrscheinlich auch noch 30 Jahre machen kann. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, was passiert, wenn Sonja Zietlow irgendwann mal aufhört. Und dann gab es auch noch einen kleinen Insider, den Verena Kehrt natürlich nicht verstanden hat. Jetzt kommt nämlich das Highlight. Die Verena spielt uns jetzt noch was auf der Blockflöte vor. Ihr lacht. Wisst ihr was? Bitte bringt mir eine Flöte. Ich habe 10 Jahre Blockflöte gelernt. Und das war natürlich eine Anspielung auf Supertalent, was das alles nochmal sehr, sehr lustig macht. Denn da hat eine Frau mit ihrer Vagina eine Flöte gespielt. Aber Verena Kehrt hat es nicht verstanden. Man merkt, du hast das Supertalent nicht gesehen. Aber schön, dass du das sollst. Ist aber wirklich so, meine Lehrerin hieß Frau Blasberg. Die Frau Blasberg. Ich schwöre es euch. Wenn ihr Lust habt, das zu sehen, was da beim Supertalent passiert ist, dann guckt auf jeden Fall auch mein anderes Video. Wenn alles gut geht, kommt das heute Nachmittag und es ist wirklich sehr lustig geworden. Schaut gerne rein und das sind die Gäste für die nächste Show, die wieder exklusiv bei RTL Plus läuft. Mit tollen Gästen, Philipp Pavlovic, Mangiapane und Dani Büchner kommt auch. Auch wenn ich sagen muss, mit Dani Büchner kann ich noch leben, die ist bestimmt unterhaltsam. Den Mangiapane, den finde ich ein bisschen langweilig und nervig, aber vielleicht ist er morgen ja gut drauf und hat gute Dinge zu sagen. Das werden wir natürlich uns angucken, denn morgen gibt es auch richtig viel zu sehen in der Stunde danach. Zum ersten Mal in 20 Jahren, seitdem es den Dschungel gibt, sprechen wir als Erster mit dem zweiten Rausgewählten live in Australien. Gott. Und wenn ihr jetzt schon glaubt, das ist großartig, dann ja, kann ich euch sagen, die morgige Folge wird wirklich absolut wild. Leute, haltet euch fest. Wir schalten auch noch zu Jan und Sonja, auch live. Ja. Und dann noch zu Sebastian Klimke live. Und wir zeigen eine Dschungelprüfung, die sie in der Hauptshow gar nicht gesehen haben. Sehen sie nur bei uns, bei die Stunde danach. Wenn ihr das live sehen wollt, dann müsst ihr euch RTL Plus holen, dann könnt ihr das heute Abend gucken. Ansonsten schaltet auf jeden Fall morgen bei mir ein. Es gibt richtig viel zu berichten und ich werde natürlich mein Bestes geben, das alles bestmöglich zusammenzufassen. Und damit sind wir dann auch am Ende angelangt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abonnement. Ihr könntet auch Mitglied werden, wenn ihr mir eine Kleinigkeit zuschustern wollt im Monat. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Guckt euch gerne mal um, folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!